Tamagotchi, Center Shocks und DJ Bobo. Die 90er Jahre hatten wirklich verrückte Dinge zu bieten. This is a party song that makes the party going on. Aber was sie auch zu bieten hatten, das waren wunderschöne Formel 1 Autos. Und in diesem Video gibt's von mir die Top 10 meine persönlichen Lieblingsautos aus den 90ern. Ich würde sagen, wir legen direkt los. Und bei Platz 10 gehen wir direkt ans Ende der 90er, nämlich genauer gesagt in das Jahr 1998, denn da picke ich mir raus den McLaren Mercedes von Mika Häkkinen und von David Coulthard. Mika Häkkinen mit diesem Auto 98 auch Weltmeister geworden. Und ja, generell dieser Silberpfeil natürlich sehr, sehr ikonisch. Dieses Design hat man ja seit 1996 bei McLaren dann gesehen, mit der Partnerschaft von Mercedes und McLaren. Und ja, in den 2000ern muss man aber sagen, ist dieses Design dann nochmal epischer geworden, beispielsweise 2004, 2005. Das habe ich ja auch in meinem vorherigen Video schon erzählt, wo es um die Top 10 Designs der 2000er geht. Aber schon 98 war das ein wirklich cooles Design mit dem Silber, mit den schwarzen Elementen und dann noch ganz, ganz leicht auch dieses Rot, was schon ein bisschen ins Orange geht. Das sind einfach legendäre Farben und das waren auch legendäre Momente, als dieses Auto mit diesem roten Ferrari von Michael Schumacher um die WM gekämpft hat. Und designtechnisch wirklich, wirklich ein sehr, sehr schönes Auto. 1998 der McLaren Mercedes. Auf Platz 9 ein echter Underdog aus dem Jahr 1991, denn ich picke mir den 1991er Leighton House heraus. Warum gerade dieses Auto? Irgendwie finde ich diese Farben, die sprechen so wirklich heraus, was in den 90ern modern war. Dieses Türkis, das könnt ihr euch sicherlich denken, das ist sowieso einer meiner Lieblingsfarben, gepaart mit diesem Grün, das finde ich schon mal super und es sieht einfach sehr, sehr einfach aus. Einfach Türkis unten, oben noch das Rot und auch die Form der Autos, da bin ich ja eh ein Fan von, als Anfang der 90er, ja, die Autos noch so ein bisschen eckiger waren, das finde ich irgendwie, sieht irgendwie richtig cool aus und dieser Renner von Leighton House, der sieht einfach verdammt einfach aus, aber trotzdem war er nicht so konkurrenzlos, denn er hat immerhin einen Punkt geholt, das war für dieses sehr, sehr kleine Team durchaus auch ein Erfolg. Und das Auto, das fand ich wirklich klasse, 1991, ein sehr, sehr schönes Design, deswegen bei mir auf Platz 9. Dann auf Platz 8 ebenfalls ein Underdog, aber ein Name, den man sicherlich in der Formel 1 kennt, nämlich natürlich Minardi und da picke ich mir den 1992er Minardi raus, der ebenfalls nur einen Punkt geholt hat in der gesamten Saison. Aber das Design, gerade von der Lackierung, auch wieder wirklich genau das, was ich so liebe an den 90ern Autos. Klassisch einfach nur eine Grundfarbe, schwarz, das sieht schon mal sehr, sehr schön aus. Dann dieses typische Minardi-Gelb, was so ein bisschen ins Gold reingeht. Und dann noch diese weiße Streifen hinten, das gepaart, das finde ich wirklich super. Und das ist, finde ich, ein Minardi, der wirklich auch von ganz weiter Entfernung schreit, seht her, ich bin ein Minardi. Denn da muss man auch ganz ehrlich sagen, das Minardi-Team, das war natürlich auch oft auf Sponsoring-Geld angewiesen. Und die mussten dann ihre Lackierung oft auch anpassen. Da sind manchmal echt schreckliche Dinge herausgekommen, meiner Meinung nach zumindest. Aber 1992, das war noch wirklich grundsolides Minardi-Design und mir gefällt dieser schwarze Renner wirklich sehr, sehr gut. Dann auf Platz 7, da muss man irgendwie sagen, ich finde, das Auto sieht aus wie eines der Autos 2022, denn ich spreche vom Ferrari 1992. Wir drehen also die Zeit zurück 30 Jahre und ich muss irgendwie sagen, dieser Ferrari-Renner, der sieht irgendwie schon sehr, sehr ähnlich dem Ferrari, der jetzt 2022 auf den Formel 1 Strecken zu sehen ist. Dieses grundsolide rote Design natürlich, dann gepaart mit einem schwarzen Frontflügel, mit einem schwarzen Heckflügel. Das sah schon 1992 verdammt gut aus. Sieht 2022 auch verdammt gut aus. Da habe ich ja das Auto auch in Kategorie S gerankt. Habe ich als mein Lieblingsauto gerankt und 1992 sah das auch schon verdammt cool aus. Damals war der Ferrari aber nicht wirklich erfolgreich. Das war eine der Zeiten, das war eine Saison, wo Ferrari wirklich nicht sehr, sehr gut aussah, ein klassisches Mittelfeldteam wurde und wo man sich in Maranello schon so ein bisschen am Kopf kratzen musste. Aber beim Auto, da haben sie wirklich geliefert. Sehr, sehr schönes Auto. Jetzt hatten wir ein paar unerfolgreiche Autos, aber jetzt ist mal wieder Zeit für ein erfolgreiches Auto. Man muss auch ganz ehrlich sagen,
Erfolg macht sexy und das trifft für diesen McLaren Honda zu, den ich auf Platz 6 ranke. Ich nehme den von 1991, obwohl man eigentlich sagen muss, dass das Design, was dann McLaren Honda auch dann über die Jahre in den 90ern, auch schon in den 80ern hatte, ja eigentlich immer das gleiche war. Aber Red Bull macht das auch vor, man muss auch das Design nicht immer ändern, um trotzdem ein ikonisches Design zu erhalten. Das hat McLaren Honda damals schon vorgemacht. Und ja, dieses weiße Grunddesign gepaart mit diesem sehr, sehr hellen Rot, auch was schon auch schon in dieses Orangen übergeht, das ist einfach legendär. Das ist natürlich einem Tabaksponsor nachempfunden. Aber ja, heute ist das einfach so ein Synonym für Erfolg, ein Synonym für krasse Duelle, natürlich in den 80ern, auch in den 90ern von Topfahrern, die in diesem Auto saßen. Und deswegen ist es auch einfach ein Synonym für Erfolg und für Sexiness in der Formel 1 aus den 90ern. Deswegen dieses Auto. Ich hätte es natürlich noch ein bisschen höher ranken können, aber man muss auch sagen, vom Design ist es ein bisschen einfach, aber trotzdem sehr, sehr schön. Dann auf Platz 5 habe ich wieder ein Auto genommen, was dann eher Ende der 90er auf der Strecke zu sehen war. Genauer gesagt auch 1999. Es war sogar einigermaßen erfolgreich. Es hat um die WM gekämpft. Ich wähle nämlich den Jordan von 1999. Generell Jordan immer mit sehr, sehr ausgefallenen Designs. Und ja, Ende der 90er, aber auch Anfang der 2000er, da hat man wirklich immer krasse Designs ausgepackt. Man hat das Auto immer einem, ja, Tier nachempfunden. Das war auch 1999 natürlich der Fall. Zu sehen vorne natürlich am Frontflügel mit diesem Hornissenmotiv. Und ja, an sich auch dieses Gelb war einfach einzigartig. Man hat sofort erkannt, das ist der Jordan. Das war das legendäre Jordan-Team mit diesem legendären Gelb. Und deswegen musste ich natürlich auch einen Jordan-Renner hier reinpacken. Und deswegen nehme ich hier den 1999er. Absolut wunderschönes Auto. Dann kommen wir zu Platz 4 und wir kommen zu Benetton. Und da fragt ihr euch sicherlich, welchen Benetton finde ich am besten? Und ich muss ganz ehrlich sein, natürlich, man denkt bei Benetton immer so an 94, an 95, vielleicht auch noch an die Jahre danach mit diesem hellblauen Design. Das fand ich auch gut, also versteht mich hier nicht falsch, das finde ich auf keinen Fall schlecht. Aber es gibt ein Design, das fand ich noch besser und deswegen packe ich es auch hier auf Platz 4 in meine Liste, nämlich die Saison 93, als der Benetton noch gelb war, um genauer gesagt auch gelb-grün. Und ich finde dieses Design wirklich nochmal schöner. Das Hellblau fand ich manchmal ein bisschen zu langweilig, zu brav, aber mit diesem Gelb-Grün, ich finde, das hatte immer so den Status, der auch voll zu Michael Schumacher gepasst hat. Hier kommt der junge Wilde, hier kommt auch Benetton, natürlich ein junges Team, das dann aber vorne angreifen möchte. 93 hat das ja schon zu Platz 3 in der WM für Schumacher gereicht. Benetton damals schon auf dem aufsteigenden Ast. Und natürlich kamen dann auch später die Erfolge 94, 95. Aber der 93er Renner, der ist wirklich sehr, sehr schön in meinen Augen. Aber hier natürlich auch die Frage an euch, welchen Benetton findet ihr am schönsten? Bevor wir zu Platz 3 und auch Platz 2 und 1 kommen, möchte ich einfach nochmal ein bisschen rekapitulieren. Woran liegt es eigentlich, dass ich zumindest die Formel 1 Autos der 90er so schön finde? Und ihr seht es auch an der bisherigen Liste. Es sind bisher vor allem Teams und Autos aus den Anfangsjahren der 90ern. Und ich habe es vorhin auch schon gesagt, ja, damals war das Grunddesign der Autos, der Aerodynamik und so weiter doch noch sehr, sehr einfach gestrickt. Das hat dazu geführt, dass die Autos ja zum Teil noch sehr, sehr eckig wirkten. Das ist innerhalb der 90er Jahre natürlich dann immer ein bisschen besser geworden. Man hat immer mehr Wert auf die Aerodynamik gelegt und dann ist das so ein bisschen verschwunden. Aber gerade Anfang der 90er, das waren noch so richtige Powermaschinen. Da war die Motorpower das Wichtigste. Die Aerodynamik war dann eher so noch an zweiter Stelle. Und das sieht man den Autos, finde ich, auch an. Die wirken wirklich wie so Kraftpakete. Und dann aber auch von der Lackierung, vom Design, finde ich die 90er einfach klasse, denn ja, manchmal hat man da auch wilde Sachen probiert, aber grundsätzlich sieht man an vielen Autos, die Lackierung war sehr, sehr einfach gehalten. Man hatte eine Grundfarbe, hat dann vielleicht noch zwei, drei Farben dazugepackt und das war's dann aber auch. Im Gegensatz dazu natürlich, es gab immer mal wieder so ein paar Ausreißer, die wirklich sehr, sehr bunt waren. Die findet ihr hier aber nicht auf der Liste. Also die 90er, die bieten eigentlich auch so ein Video, wo man machen könnte an
mit den hässlichsten Autos der 90er. Also die Spanne war wirklich sehr, sehr groß. Aber ihr seht es hier an der Liste, es gibt sehr, sehr viele schöne Autos und deswegen würde ich sagen, machen wir weiter mit den Top 3. Und auf Platz 3 wieder ein Außenseiter aus der Saison 1994. Aber was für ein geiles Design. Ich spreche vom Simtek 1994 mit diesen ja, krassen Farben, muss man auf jeden Fall sagen. Diese Farben, das ist für mich 1990er Jahre pur. Dieses Lila, dieses Rosa und dann auch dieses türkisene MTV-Logo. MTV ist auch etwas, was ich in den 90er Jahren natürlich genossen habe. Ich bin ein Kind der 90er und irgendwie ist dieses Auto wirklich irgendwie ein Sprung in meine Kindheit. Das ist für mich die 90er Jahre, das ist für mich auch die Formel 1 gewesen. Und ja, auch wenn das Auto an sich natürlich nicht sehr ikonisch war, ja, auch vielleicht ein bisschen sogar verbunden ist mit einem Tod, nämlich mit dem von Ronald Ratzenberger, der leider in diesem Auto umgekommen ist. Aber designtechnisch finde ich dieses Auto wirklich, wirklich wunderschön. Dann gehen wir ins Jahr 1992 zu meinem Platz 2. Und hier packe ich wieder ein Auto herein, was wirklich, wirklich erfolgreich war. Eines der dominantesten Autos der Formel 1 Geschichte, nämlich der 1992er Williams. Mit diesem super, super geilen Design, mit Blau, der Farbe, die sich ja in den 80ern so ein bisschen als Williams-Farbe herauskristallisiert hat. Das war ja nicht immer so. Das erste Williams-Auto beispielsweise war zum Beispiel grün. Dazu habe ich auch ein Video gemacht. Und ihr seht aber Williams natürlich mit diesem Blau sehr, sehr eng verbunden. Das sieht man auch heute. Und ja, Anfang der 90er dann aber mit diesem legendären Canon-Schriftzug und vor allem mit diesem legendären Gelb, was vom Sponsor Camel kam. Und ich finde, dieses Blau und dieses Gelb und dann noch das bisschen Weiß, das passt so toll zu Williams. Und das haben sie auch 2021 zurückgeholt auf die Lackierung. Und ich fand es bitter schade, dass 2022 das Gelb verschwunden ist vom Auto. Man hat jetzt das Rot gepaart mit dem Blau. Und ich muss ganz ehrlich sagen, das hat mir letztes Jahr besser gefallen mit dem Blau, mit dem Gelb und mit dem Weiß. So wie hier zu sehen, 1992. Ein verdammt schnelles und ein verdammt schönes Auto. Und dann natürlich die Spannung steigt. Wer ist auf Platz 1 auf meiner Top 10 Liste der schönsten Autos aus den 90er Jahren? Ihr könnt euch sicherlich schon denken, es ist ein Auto aus den Anfangsjahren der 90er. Genauer gesagt 1991. Es war ein Auto mit sehr, sehr viel Historie, vor allem aus deutscher Sicht. Es ist der Jordan 191 aus dem Jahr 1991, unter anderem das erste Auto von Michael Schumacher, was er in Spa 1991 gefahren ist. Und schaut euch dieses Auto an, es ist wirklich genau das, was ich vorhin beschrieben habe. Es ist ja einfach, es wirkt wie ein Kraftpaket, von der Aerodynamik aber auch sehr, sehr einfach gehalten. Wenn man aber dann genauer hinguckt, zum Beispiel der Heckflügel, doch sehr, sehr interessant. Also auch aus der Perspektive ein sehr, sehr schönes, interessantes Auto. Aber was mich an diesem Auto wirklich umhaut, sind die Farben. Ein klassisches Grün, was übrigens der Heimat von Eddie Jordan nachempfunden ist, ein irisches Grün. Dann natürlich auch legendär, für mich auch eine Marke aus den 90ern, aus meiner Kindheit, 7-Up auf dem Auto zu sehen. Dann auch dieses Blau und einfach, finde ich, ein wunderschönes Auto. Wie gesagt, mit sehr, sehr viel Historie auch belegt. Mick Schumacher ist dieses Auto erst vor kurzem gefahren, natürlich mit der Hommage an seinen Vater. Das war auch sehr, sehr geil, fand ich sehr, sehr geil. Und ich glaube, auch dieses Auto zu fahren, das ist bestimmt ein Traum. Also sowas würde ich auch gerne mal machen. Das war meine 90er Top-Liste. Ich hoffe, dass ihr einige der Autos auch ziemlich geil findet. Aber sagt mir jetzt bitte in den Kommentaren, welches Auto fehlt euch hier oder was ist einfach euer Top-Auto aus den 90ern. Wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Wenn ihr es noch nicht gemacht habt, hier ist der Abo-Knopf. Bis dann.